wegemutige Impulse von und mit Katja Herle. Ich wünsche dir ein schönes Eintauchen in deine innere Welt. Hallo und herzlich willkommen zur Märchenstunde. Heute habe ich eine schöne Geschichte mitgebracht, eine Geschichte von Jorge Bucay. Und ich persönlich mag diesen Autor sehr und es wundert mich auch überhaupt nicht, wenn ich darauf schaue, was dieser Mensch so in seinem Leben bewirkt. Er ist argentinischer Autor, Psychiater und Gestalttherapeut. Und wie der ein oder andere vielleicht schon weiß, ich liebe die Gestalttherapie. Ich finde, sie ist eine unfassbar gute Art, sich selbst nahe zu kommen und sich selbst ganzheitlicher zu erfahren. Und damit meine ich tatsächlich nicht nur den Klienten, sondern auch ich als angehende Gestalttherapeutin, als bereits wirkende Gestalttherapeutin, empfinde das genauso. Und die Geschichte ist sehr passend zu all den Themen, die ich gerne hier mit euch teile. Das werdet ihr gleich merken. Und in der Geschichte geht es geht um einen Elefanten. Und Jorge Bucay erzählt: Als ich ein kleiner Junge war, war ich vollkommen vom Zirkus fasziniert. Und am meisten gefielen mir die Tiere. Vor allem der Elefant hatte es mir angetan. Wie ich später erfuhr, ist er das Lieblingstier vieler Kinder. Während der Zirkusvorstellung stellte das riesige Tier sein ungeheures Gewicht, seine eindrucksvolle Größe und seine Kraft zur Schau. Nach der Vorstellung aber und auch in der Zeit bis kurz vor seinem Auftritt blieb der Elefant immer am Fuß an einen kleinen Pflock angekettet. Der Pflock war allerdings nichts weiter als ein winziges Stück Holz, das kaum ein paar Zentimeter tief in der Erde steckte. Und obwohl die Kette mächtig und schwer war, stand für mich ganz außer Zweifel, dass ein Tier, das die Kraft hatte, einen Baum mitsamt der Wurzel auszureißen, sich mit Leichtigkeit von einem solchen Pflock befreien und fliehen konnte. Dieses Rätsel beschäftigt mich bis heute. Was hält ihn zurück? Warum macht er sich nicht auf und davon? Als 6- oder 7-Jähriger vertraute ich noch auf die Weisheit der Erwachsenen, also fragte ich einen Lehrer, einen Vater oder Onkel nach dem Rätsel des Elefanten. Einer von ihnen erklärte mir, der Elefant mache sich nicht aus dem Staub, weil er dressiert sei. Meine nächste Frage lag auf der Hand. Und wenn er dressiert ist, warum muss er dann noch angekettet werden? Ich erinnere mich nicht, je eine schlüssige Antwort darauf bekommen zu haben. Mit der Zeit vergaß ich das Rätsel um den angeketteten Elefanten und erinnerte mich nur dann wieder daran, wenn ich auf andere Menschen traf, die sich dieselbe Frage irgendwann auch schon einmal gestellt hatten. Vor einigen Jahren fand ich heraus, dass zu meinem Glück doch schon jemand weise genug gewesen war, die Antwort auf die Frage zu finden. Der Zirkuselefant flieht nicht, weil er schon seit frühester Kindheit an einen solchen Pflock gekettet ist. Ich schloss die Augen und stellte mir den wehrlosen, neugeborenen Elefanten am Pflock vor. Ich war mir sicher, dass er in diesem Moment schubste, zieht, schwitzt und sich zu befreien versucht. Und trotz aller Anstrengung gelingt es ihm nicht, weil dieser Pflock zu fest in der Erde steckt. Ich stellte mir vor, dass er erschöpft einschläft und es am nächsten Tag gleich wieder probiert und am nächsten Tag wieder und am nächsten. Bis eines Tages, eines für seine Zukunft verhängnisvollen Tages, das Tier seine Ohnmacht akzeptiert und sich in sein Schicksal fügt. Dieser riesige, mächtige Elefant, den wir aus dem Zirkus kennen, flieht nicht, weil der Ärmste glaubt, dass er es nicht kann. Allzu tief hat sich die Erinnerung daran, wie ohnmächtig er sich kurz nach seiner Geburt gefühlt hat, in sein Gedächtnis eingebrannt. Und das Schlimme dabei ist, dass er diese Erinnerung nie wieder ernsthaft hinterfragt hat. Nie wieder hat er versucht, seine Kraft auf die Probe zu stellen. Ja, mich macht diese Geschichte betroffen. Und sie hallt sehr in mir nach.
Und vielleicht geht es euch genauso wie mir, dass sofort klar wird, dass wir auch solch ein Elefant sind, der an einem kleinen Zahnstocher festgekettet ist. Also gar kein Hindernis mehr darstellt für uns. Und trotzdem wir es nicht versuchen auszureißen, den Stock aus der Erde zu ziehen und uns in die Freiheit zu bewegen. Ja, was meine ich damit? Ich schätze, der einen oder anderen ist es schon längst klar. Als kleines Kind, als Baby, erfahren wir Dinge und lernen daraus Verhängnisvolles manchmal. Ja, manchmal wirklich Verhängnisvolles. Ich bin allein, ich muss es alleine schaffen. Niemand ist für mich da. Meine Bedürfnisse zählen nicht. Ich bin nicht gut genug. Ich bin nicht liebenswert. All diese tiefen Leitsätze, diese Glaubenssätze, die wir in uns eingegraben haben, die wir auf Erfahrungen basierend gelernt haben. Ja, wir haben etwas in unserem Leben erfahren, das uns zutiefst verletzt hat. Und genau das hat Glauben machen. Und dann tragen wir diese Glaubenssätze mit uns in das Leben, in das Erwachsenenleben und hinterfragen sie nicht mehr. Unser Leben ist fortan bestimmt von diesem Flock in der Erde, dass wir nicht gut genug seien, dass wir nicht liebenswert wären. Und wir tragen es mit uns, in unserem Herzen, in jede Beziehung mit ein, in jede Begegnung. Ich bin es nicht wert, geliebt zu werden. Und wir richten uns und unser Leben danach aus. Und weil wir es nicht mehr wirklich hinterfragen, ist es für uns eine Selbstverständlichkeit geworden. So ist es. Wir denken, so ist es. So ist unser Leben. Das gilt. Und uns ist nicht mal bewusst, dass wir das denken und glauben. Und so erleben wir tagtäglich, dass wir gefangen sind an diesem Block, dass wir nicht liebenswert wären. Ich finde, es ist Zeit, all das, was wir glauben über uns zu wissen, was wir denken über das Leben zu wissen, über die Menschen, die uns begegnen, zu hinterfragen, an diesen Pflöcken in der Erde zu rütteln und zu schauen, ob sie tatsächlich noch tragfähig sind, uns hier festzuhalten in diesem Glauben. Und vielleicht mag das ein oder andere Mal sich die Vorstellung bestätigen. Und vielleicht mag ganz oft sich etwas ganz anderes zeigen und sich der Pflock in der Erde bewegen und rausreißen lassen und wir Freiheit empfinden. Freiheit von dem, was wir bislang geglaubt haben, wäre nicht für uns möglich. Freiheit in dem, dass wir denken, dass das Leben so ist und sich plötzlich ganz anders zeigen kann. Freiheit von unseren eigenen Vorstellungen und Geschichten, die wir uns tagtäglich selbst erzählen, ohne dass es uns bewusst wäre. Wo hängst also du fest in deinem Leben? Erlebst immer wieder dasselbe? Magst du mal genauer hinschauen, ob da vielleicht ein Flock in der Erde steckt, den du längst schon ausreißen könntest, um etwas ganz anderes zu erleben als das Altbekannte? Ich wünsche dir ein gutes Nachschwingen und vor allem ein gutes Flock aus der Erde reißen. Ciao!